Das kommt rein durch Falschaussagen, durch Vermischung von Tatsachen, durch manipulatives Schreiben. In dem Kölner Stadtanzeiger erschien kürzlich der Artikel "Mit dem Strom gefahren" vom Thorsten Breitkopf. Darin outet er sich als jemand, der 3 Wochen einen Nissan Leaf Plus mit 62 Kilowattstunden Batterie getestet hat und kommt zu dem Schluss, dass die E-Mobilität wirklich nur innerstädtisch taugt und man keine Strecken größer als 100 Kilometer damit fahren kann. Beim Lesen dieses Artikels fällt auf, da sind viele fachliche Fehler drin, weshalb wir eine Interviewanfrage an den Kölner Stadtanzeiger geschickt haben. Diese blieb leider unbeantwortet. Deshalb sind wir jetzt hier und wollen einmal mit diesem falschen Artikel aufräumen. Punkt Nummer 1. Herr Breitkopf schreibt, dass das Einsteigermodell des Nissan Leaf bei knapp 30.000 Euro losgeht und seiner mit 62 Kilowattstunden etwas mehr kostet. Das stimmt soweit erstmal. Er hat aber leider vergessen, dabei die Förderung einzubrechen oder zumindest zu erwähnen, dass in diesem Preis die Förderung noch nicht abgezogen ist. So kommt zum Beispiel der Nissan Leaf mit 62 Kilowattstunden Batterie nach einer Förderung von 9.000 Euro sogar deutlich unter 30.000 Euro. Im dritten Absatz steht dann, und das muss ich zitieren, Batteriedaten sind noch nicht so geläufig und man kann sagen, dass der Leaf zwischen 150 und 218 PS hat. What? Was hat Motorleistung mit Batteriekapazität zu tun? Kann da jemand vielleicht KW und KWH nicht auseinanderhalten? Für einen Otto-Normalverbraucher ist das ein Thema, da kann man nicht sauer sein. Aber für einen Journalisten, der einen Artikel draus macht, den Millionen Kölner lesen, sollte man mal drüber nachdenken. Im fünften Absatz steht dann, dass sowohl Hersteller als auch Batterieanzeige eine Reichweite von 280 Kilometern angeben. Komisch, meine Frage. Wenn Herr Breitkopf einen Nissan Leaf Plus mit 62 Kilowattstunden Batterie getestet hat, warum wird hier eine Reichweitenangabe des Nissan Leaf mit 40 Kilowattstunden Batterie genannt? Denn laut Hersteller, also Nissan Webseite, hat der Nissan Leaf mit 62 Kilowattstunden Batterie 385 Kilometer Reichweite. Was auf der Reichweitenanzeige stand von seinem Leaf, weil der vielleicht gerade getreten wurde über die Autobahn, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber auf der Herstellerwebseite steht definitiv nicht 280 Kilometer. Da muss man einen deutlichen Unterschied zwischen dem Einstiegsmodell mit 40 Kilowattstunden Batterie machen und dem Nissan Leaf Plus mit 62 Kilowattstunden Batterie. Im sechsten Absatz wird dann auch noch genannt, dass auf bergigen Strecken die ganze Reichweite viel, viel schneller purzelt und dass dann nur noch ungefähr ein Drittel der eigentlichen Reichweite zur Verfügung steht. Und da ist meine Frage dann an den Herrn Breitkopf. Er hat sich schon mit dem Prinzip Elektroauto auseinandergesetzt. Und wenn er einen Berg hochfährt, dann muss er ja auch zwangsläufig irgendwann wieder diesen Berg runter. Und dass er dadurch dann die Rekuperation nutzen kann. Oder gibt der Herr Breitkopf etwa bergab genauso Gas wie bergauf? Das ist die Frage und hier zeigt sich für mich offensichtlich, dass sich ein Journalist nicht mit dem Prinzip Elektroauto auseinandergesetzt hat. Im siebten Absatz wird dann genannt, dass er eine Ladekarte der Rheinenergie hatte mit der Tank-E-App und allem drum und dran, dass er im Kölner Raum super laden konnte, aber außerhalb von Köln nicht. Dort hätte er vielleicht ad hoc laden können, dafür hätte er aber Handyempfang gebraucht, der leider sehr miserabel war. Und hier wäre meine Frage natürlich, wenn ich mir diesen Artikel so anschaue. Nissan bietet zum Nissan Leaf eine eigene Nissan Leaf Ladekarte, die in Kooperation mit Plug Surfing entstanden ist. Das ist keine Werbung für Plug Surfing, aber Plug Surfing ist ein Roaming-Anbieter, mit dem man an 98% aller europäischen Ladestationen laden kann. Das heißt also, hätte man diese Ladekarte gehabt, wäre man das Problem umgangen. Offensichtlich ist es so, so liest sich zumindest der Anfang des Artikels, wurde dieses Fahrzeug von der Rheinenergie
an den Herrn Breitkopf bereitgestellt. Und natürlich legt die Rheinenergie nur ihre eigene Ladekarte bei. Das wäre ungefähr so, wie wenn Sie sagen, testen Sie doch mal die Parfümerie von Douglas und Douglas legt eine Kundenkarte von keine Ahnung wen dabei. Das wird er nicht, das werden die nicht machen. Und so ist es halt, muss man sich damit mal auseinandersetzen und hätte sich vielleicht ein bisschen informieren können. Ad-hoc-Laden geht, Handynetz, das ist eine andere Geschichte. Das ist vielleicht nicht das Problem der E-Mobilität, sondern das ist das Problem des Handynetzes. Als Fazit bleibt, dieser Artikel wirft für den Laien mehr Fragen auf, als er beantwortet. Der Laie wird sogar negativ zum Thema E-Mobilität beeinflusst. Und das ist schade, denn das kommt rein durch Falschaussagen, durch Vermischung von Tatsachen, durch manipulatives Schreiben. Und das ist deshalb schade, weil es vermeidbar ist. Vielen Dank und schönen Tag.